Moin Moin YouTube, herzlich willkommen zum Opening eines Displays von Crimson Crisis und zwar der Special Edition, das heißt wieder 10 Special Editions, massig Promos und diesmal haben wir sogar eine Ami-Version, habe ich mir extra aus dem Ami-Land besorgt und zusammen mit Slash werden wir das heute öffnen. Ja. Und was haben wir heute als Promos dabei? Wir haben entweder Goblin Zombie oder Necroface. Ich glaube Necroface ist zurzeit auf 2 oder so, ne? Die ist runtergegangen und, oder hochgegangen besser gesagt. Und ja, wir haben 3 Packs Crimson Crisis in jeder der Packs, ich weiß gar nicht ganz genau, welche Karten mit drin sind. Ich weiß, dass Arknight hier drin ist, Arknight Magician. Und halt er hier und die ganz anderen Assault Mode Karten. Ja. Und ansonsten lassen wir uns doch überraschen, was da drin ist. Bin immer gespannt. Also Arknight Magician ist schon mit so die letzte, glaube ich, Money-Karte, die hier noch drin ist, weil sie keinen Reprint bekommt einfach. Ich bin gespannt, ob die Promo-Verteilung auch wieder so gut auf... Also so, 50-50? So, ja, genau. Ob sie wieder gleichmäßig ist. Ich glaube, das sind auch die Dinger, wo du eigentlich cheaten kannst. Ah, das machen wir doch nicht. Nee, die kannst du nicht cheaten. Die sind vorher eingepackt. Aha, okay. Das sind die Amis denken mit. Oh Gott. Ist das schon komplett? Ja, der Profi macht schon. Der muss einfach mal hier rein. Ach so, der war schon. Und dann ja. Bist du hoch und... Ja, dann sieht man es nicht, nicht in der Kamera. Man sieht sie nicht in der Kamera. Naja, macht der. Naja, gut. Möchtest du rechts oder links? Oder möchtest du auswählen einfach? Nee, ich nehme die rechte Seite. Okay, dann wissen wir auch ganz genau, von wo die Booster kamen. Lass uns mal die komplett rausnehmen hier, die ganzen Packs. Dann brauchen wir das ganze Ding nicht hier stehen zu lassen. Und ich würde sagen, ich fange an und gehen wir von Pack für Pack durch und mal gucken, dass wir es diesmal ein bisschen schneller machen. Lesen wir nur die Rares und die Holos vor, oder? Ja, sicher. Und vor allem Ami-Card noch ein bisschen andere Sprache. Ist mir jetzt schon ein Vergnügen, hier das Ding zu öffnen. Gut, dass ich Fingernägel habe. So, Gott, ist das ein Pain. Aber ich will die Packung ja nicht behalten. Daher ist mir das vollkommen egal, wie ich sie zerstöre. Ich weiß noch früher, wo wir immer die ganz vorsichtig aufgemacht haben, um gar nicht die Packung zu beschädigen. Ach, die haben hier so ein Ding. Da kann ich da mal dran ziehen. Ist es so? Ja, die haben da so ein Ding. Ich glaube, das ist letztendlich das einfacher. Das ist das Ding, wo es im Laden dranhängt, glaube ich. Ja. Oh Gott. In Stores, May 2009, Wheelie Breakers, oh mein Gott, ist das Game scheiße gewesen. Ich habe das auf Asian Eyes Channel gesehen und man kann nicht sehen, welche Promos das ist, weil das verdeckt ist. So. Das ist echt gut gemacht. Und das ist Goblin Zombie, das ist eine gute Karte. Echt super blass aus. Ja, das sind die Amis, ne? Die sind, ja, ich weiß. Ich bin schon gespannt, wie die Secrets und die Ultras aussehen, vor allem Ultis auch. Die sind ja einen ganz anderen Druck. Daher, gucken wir mal, wow, die Packs fühlen sich so... anders an diesen Oldschool. Ich glaube, das sind noch die von, wie heißen die hier? Oh, die sind von Konami schon. Ich dachte, die wären noch von Upper Deck. So. Also die Ami-Packs sind ja auch so ein bisschen, also nicht so fest wie bei uns, sondern eher so ein bisschen... Ja, ja. Ich weiß gar nicht, ob die hier die Holo vor der Rare kommt. Das hatten sie mal zwischendurch gehabt. Wir gucken mal. So. Die haben Star Blast als Rare. Oh, Secret Direct. Secret, ne? Ja, ja, Greed Quasar. Quasar. Wir haben Quasar gezogen. Greed Quasar. Okay. Ja, cool. Okay, interessant. Seine Angriffspunkte erhöhen sich in der Höhe der Stufe des Monsters, das er zerstört. Okay, cool, gleich Secret zu. So soll es doch sein. Die Rares packen wir mal zur Seite und ich weiß gar nicht, ob hier gute, also ganz normale Rares sind, die auch jetzt noch viel gespielt werden. So, klingt ja. Ist das dasselbe Pack? Nee. Arcanite Magician, Super Rare. Sehr schön, geht ja richtig los hier. Das ist richtig geil. Oh, aber die ersten Karten. Das sind die gleichen gewesen. Die ersten 4 Karten sind die gleichen gewesen. Was ist das? Ja. Und Flying Fortress Skyfire. Crazy Box. Sag ich mal. Crazy Box. Arknight Magician, sehr schön. Gleich geht richtig los. Ich erinnere mich bei dem Pack eigentlich nur an den Misprint Ghost, den ich beim größten Opening aller Zeiten auf meinem Channel gemacht habe. So, Arcane Apprentice als Rare. Und ja, dann bist du dran. Crazy Box. Hat er noch vorbereitet. Sehr cool. Gucken, ob ich das doch ohne super Fingernägel krieg. Vielleicht einfach dieses Ding da benutzen. Ach ja, ich weiß nicht, ob das irgendwie hilft. Es geht leider ab. Leider gar nicht. Der Angriff war nicht so effektiv, ne? Nee, das stimmt. Aber ich muss da jetzt auch nicht sanft sein. Nö. Passieren. Ist ja nicht so, als ob der jemand sammeln würde. Wer will das Spiel noch haben? Ich glaube, das andere war Tech Force, glaube ich sogar. Das ist und Spiel. Wir haben... Goblin Zombie. Noch ein Goblin Zombie, okay. Ja, cool. Dann haben wir 2. Ja, mal gucken. Es ging ja schon gut los. 2 Holos aus einer Special Edition. Mhm. Läuft schon richtig gut. Gale. Blackwing Gale, the Whirlwind. Und noch Totem Dragon. Wow, okay. Super rare.
Das sieht man aber so schlecht, ne? Nur er selbst ist super rare, so wie das Goldene. Ja. Cool. Na, ja, krass. Läuft aber, läuft. Und ja, sehr schön. Pass noch die Rare zur Seite am besten. Dann. Ja, mach ich sofort. Flying Fortress Skyfire. Okay. Muss nicht immer eine Holo sein, ja, ganz ruhig. Ich habe hohe Erwartungen als Sets. Bisher sind wir gut, weil zwei Special Editions mit drei Holos schon normalerweise so eine pro Special Edition. Ja, das ist eigentlich der normale Kurs, ne? Ja. Arcane Apprentice. Duprock, schon eine gute Kombi wenigstens. Okay, dann kriegst du, glaube ich, schon das nächste. Ja, dann gucken wir mal, wie wir das Ding hier aufkriegen. Also dieses Plastikding ist total nutzlos. Gale ist doch echt cool, oder? Ja, Gale ist cool. Mhm. Wenn sie jetzt nicht noch den Holo-Reprint bekommen hätte in Legendary Collection Factories. Aber manche wollen ja die Original-Rarität spielen. Ja, yeah, klar. Das ist rare. So. Oh, ist nicht first, also. Gross. Natürlich, das ist eine Special Edition. Das hast du ja angeholt. Oh Gott, haben dieses Ding jetzt tatsächlich in jedem Ding? Gott, Astartes Accelerator. Was erwartest du? Man kauft die Special Editions ja normalerweise einzeln. Gott, oh, was war die Probo? Das war das. Necroface. Necroface, ja. Yeah. Genau. Gesicht des Todes? Ja, okay, ich würde sagen, wir. Ja, eine, die eine links eine, und dann rechts. Ja. Einfach immer, so dass wir die auseinander haben. Mal gucken, wie es dann nachher ist. Ja, eher die richtigen Holos hier sehen. Ne? Ja, genau. Oh Gott, diese Packs fühlen sich so komisch an beim Öffnen. Ja, und die sind auch so hier gewellt. Ja, ist richtig komisch. Ich muss sagen, es fühlt sich eigentlich ein bisschen billig an, ne? Ja, also, fühlt sich ziemlich billig an. Ich mag das nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, dass weil die aus Amerika kommen, da sind die ein bisschen, Klima und so, verändert sich ein bisschen alles. Ja. Ich glaube, das liegt daran, an den Klimaveränderungen, deswegen sind die ein bisschen durchgebrochen. Ich glaube nicht, dass die so tatsächlich in Amiland sind. Okay. So, Blackwing Gale, The Whirlwind. Ja, klar. Und irgendwie interessant, wie die Comments teilweise zusammengesetzt sind, irgendwie immer ähnlich. Ja, ich glaube, das mit dem Vermischen der Karten, das haben die ein bisschen jetzt ein bisschen optimiert. Bisschen besser. Das sieht gleich aus. Das sieht krass aus. Salt Beast. Oh, Cosmic Fortress Golga als Ultimate. Gott, das sieht ja richtig krass aus. Die sieht richtig geil aus. Für eine alte Ulti sieht der echt super aus, ne? Die Envoy, der hier gegenüber steht. Ja. Wir kennen ja die Cosmic Fortress Golga. Haben wir ja schön in Aliens gespielt. Aber die fühlt sich überhaupt kaum an wie eine Ulti. Die Ami-Ultis sind so strange. Komplett glatt und. Ja, aber sie aussehen tut sie richtig sexy. Ach, viel. Ja. Geil. Sehr geil. Coole Ulti, auf jeden Fall. Ja, krass. Nimm mir gerne mit, weil, wir haben das Deck schon mal gespielt und das ist eigentlich ziemlich cool. Ja. Besser als in Ultra. Immer Ulti ist immer vor Ultras. Ja. Das nächste Pack. So, dann drückt man hier Ruskel. Zu viel Plastik. Und wir haben Necroface. So. Immer so gleich, diese selben Packs vorne, immer die gleichen. Wenigstens eine Holo aus meiner Special Edition eben. Alien Overlord. Ja, Aliens hier auch ordentlich vertreten. Machen wir gleich das Deck, ne? Jo, ja, noch zwei Fortresses. Ich glaube, die gehen sogar noch was, weil die nicht keinen Reprint hatten. Das sind wirklich komisch, die Booster. Sehr, sehr komisch. Alien Eminent. Totem Dragon. Noch eine super Totem Dragon. Schon wieder, okay. Ach, warum nicht? Wir haben schon eine Secret, eine Ulti. Eine Super und zwei Supers. Super. Ist Arknight Magician echt so das Coolste, was wir da ziehen können? Oder? Ich weiß es nicht. Das sind so die mir also spontan einfallen. Und Boral, Spare. So. Okay. Schon durch? Ja, schon durch. Okay, cool. Dann das nächste. Der Spaß beginnt. Boah, Zing, Zerstörung. Direkt rein und. Einfach den Booster direkt zwischen rausziehen. Gott. So, irgendwie. Ach so, ja, genau, dieses komische Ding da, das steht ja auch noch im Weg. Einfach zerstören. Was ist das denn? Ist immer noch. Ach so, nee, das lag da drin. Stimmt, ich dachte, das lag da drin. Und Goblin Zombie. Verstehen von amerikanischen Verpackungen mit einer Brain. Toll aus. So, Crimson Crisis, Next Pack. Oh ja, ein Gladiator Beast. Okay, ist es eine Gladiator Beast Karte. Mhm. Gladiator Beast, Sam Knight. Die List ist heute. Diese Biene. Diese Säbelzahntiger. Ja, jetzt aber einfach nicht so spielbar. So.
Fake Explosion. BES, Big Core MK2. Meine Fresse. Und als Super Rare Alien Kit. Yeah, der ist nicht so solide. Aber es ist Super Rare. Es gibt solidere Karten. Es gibt solidere Karten, ja. Sollte man vielleicht einen Counter einführen? Die spielen mit Countern. Oh. So, dann zeig mal deine letzte Holo. Oh, in Mato. Cool, als Rare. Oh. Ich glaube, Jicharian Mato sind ja super rare oder so. Vielleicht sollte ich sagen. Ich glaube, die hatten einen werten Holo. Oder waren die rare? Ich bin mir nicht sicher. Der Kampf. Macht Spaß, ne? Also wenn die Amis dann wirklich hier richtig hardcore sind, ankommen. Sind die Karten ja gut geschützt. Doppelt und dreifach geschützt. Ja, was ist die... Hallo? Oh, Goblin Zombie geht hier in Führung mit 4 zu 2. Ja, mal gucken, wie das Spiel ausgeht. Ja. Also die Packs gehen echt immer komisch aus. Ja, die gehen irgendwie nicht so wirklich richtig kontrolliert. Black Rain, Gale the Whirlwind. Unser Playset schon, glaube ich. Six Goals of the Samurai. Ich weiß nicht, was die Karte kann, ich weiß nicht, ob sie gut ist, aber... der Typ sieht cool aus drauf, ne? Seinen ganzen Six Scrolls. Ja, bisher haben wir 6 Holos aus... Das ist gerade die 6. ja. Flying Fortress Skyfire. Die hatte ich eben auch schon mal. Ja. Ja, wir haben die ganzen Trap Royal Reactors und Skyfires. Arcane Apprentice. Oh. Bone Crusher. Ultra Rare. Ich glaube, davon habe ich schon irgendwo eine rumgammeln. Aber er ist eine Ultra. Holo, nimm dir doch coole gerne Karte mit. Ich finde auch ein cooles Artwork. Also. Ja, ja. Ich mag das Artwork, aber die Karte ist nicht für mich. Mach hier ein bisschen auf Cyber Knight. Oh, das Artwork ist aber toll. Das ist aber immer toll. Oh, guck mal, den habe ich sogar am Leben gelassen. Oh, eine Mint will jemand haben. Mint? 50 Cent. Und Necroface. Ist immer noch Papier. Ja, ist immer noch das gleiche wie die Karten hier. Ich kann auch ein paar Booster reinpacken, ein paar Mint-Booster vielleicht. Ich glaube, die kriegst kaum Mint auf. Planet Pollutant Virus. Sehr, sehr schöne Karte für das Deck. Oh, haben wir ja zwischendurch getestet gehabt. Ist das eine Alien-Karte? Ja, ja, das ist eine Alien-Karte. So. Die zerstört einfach alle offenen Monster, die keine Zielmarke haben. Ne? Und irgendwie echt? Musst du dafür ein Alien-Monster als Tribut anbieten. Cool. So, und da macht ihr noch irgendwas, aber dafür würde ich mich jetzt nicht drum kümmern. Ja, ja. So, next pack. Dark Tinker, ich finde es schade, dass sie ihn kastriert haben. Ich glaube, im Anime konnte man eine Karte ziehen, wenn man eben das Synchro macht oder so. Und hier ist es irgendwie, du kannst dann dir die oberste Karte auf deinem Deck angucken und die entweder aufs Deck oder unter das Deck fangen. Wow. Yay. Synchro Change als Rare. Und Vegeta Spirit Force als Super Rare. Yay. Ich verstehe aber nicht, was Vegeta drauf macht, aber er ist da drauf, ich weiß es nicht. Und er spielt Yu-Gi-Oh! Yeah. So, Crimson Crisis. So, Trap Reactor Wi-Fi. Trap Eater. Mark Hugh, The Magical Mist. Oh, Classic Card, Mann, von damals noch. Für Totenkopf-Beschwörer-Ding, Fuzzi. Power for Nothing, oh, cool. Hat hier einen First Print gehabt. Ach, nicht die neuen, also zumindest unsere haben doch auch noch diesen Papp-Aushänger hier, oder? Genau, und auch nicht mehr in Plastik dann. Ja, ne? Ja, aber das konnte man cheaten, ja. Ja, so, ja, ja. Manchmal haben sie das Ding aber auch einfach so in dem Ding, aber halt ohne das Plastik. Das ist immer unterschiedlich. So. Wer ist es als nächstes? Goblin Zombie. Jetzt haben wir schon unsere 5. Die restlichen müssen Necrofaces sein. 8 Holos bisher. Das ist ja ungefähr normales Display erstmal. Ja. Schon Gale. Wieder Gale. Was, Bora, was, yeah. Was will der hier? Das ganze Blackwing-Deck hier. Schon fort. Playset Gale, soweit ich weiß. Ne? Mehr, glaube ich. Ich brauche 2 Playsets. Echt? Ja gut, also zumindest auf meiner Seite hier. Ja, ich glaube bei dir. Ich habe nur noch einen. Trap Eater. Wenn der Makrokosmos futtern könnte, das wäre toll. Shining Silver Force. Assault Slash. Ist ja noch keine Assault-Karte. Also... von den Holos. Achso, ja, stimmt. Nur die Kombo. Vielleicht ziehen wir da ja noch was Cooles. Ja. Vielleicht eine Ghost? Wäre doch schön. Psychic Tuning.
Wow, no, der Secret. Sieht ziemlich nice aus, muss ich sagen. Oh ja, der sieht aus wie ein Alien. Ist das ein Alien? Nein, irgendwas mit Eva-Tocken, okay. Aber okay. Sieht cool aus. Sehr coole Karte. Wie heißt der? Zeta Reticulant. Okay, wow, zweites Secret, cool. Also wirklich. Ich kenne den nicht, aber vom Art ist der awesome, Mann. Der sieht richtig geil aus. Artwork, da kann man... Der Artwork kann man hier staunen von den alten Karten teilweise noch, aber die Effekte sind dann meistens... Ja, ich finde auch, der Secret-Effekt von der Karte ist echt cool. Also. Ja, das ist halt der Ami-Secret, ne? Die sind halt alle ein bisschen heller. Ich glaube, unsere werden richtig dunkel. Nee, aber ich glaube, die Amis hatten echt früher ein besseres Secret, so vom Design, vom, ja. Ne, vom Holo-Effekt. So, dann gucken wir mal, ob es jetzt ein sechster Goblin-Zombie wird. Glaubst du schon? Ja! Unsere zweite Secret, genau. Ja, wir haben eine Secrets, Ulti. Eine Ulti. Eine Ultra. Eine Ultra. Vier Supers? Fünf Supers, meine Güte. Genau. Haben wir schon mal zwei Secrets, das ist gut. Aber das sind jetzt bei mir die letzten Packs und dann du noch. Und dann gibt's noch einen Recap. So. Ja, aber, ne, wie wir schon sehen, Necroface, selten. Necroface, oh ja. Ich glaub, die wollen uns die nicht geben, obwohl sie jetzt auf zwei ist mittlerweile hier. In Mato als Rare. Dieses Artwork von dem Vieh. Das ist doch voll witzig. Das ist wie Batschi, Batschi, Batschi. Batschi, Batschi, Batschi. So, war der nicht sogar aus Tachyon? Euer Lieblingsdisplay? Oder? Tachyon. Alien Overlord als Rare. Ich denke da immer an. An was? Yes, it's it. Achso, an Galactic Overlord. Hä? Oder? Ja, das Galactic ist Overlord. So ist es halt, ne? Yeah. Ja, genau. Big Eye. Big Eye. Mal gucken, ob hier noch eine Holo drin ist. So. Alien Ammonite. Bone Crusher. Bone Crusher. Bone Crusher. Ultra Rare. Yeah. Ich glaube, heute wird. Ich glaube, du wirst dann hier nochmal hier vielleicht noch was Cooles ziehen. Wir können viele Knochen brechen. Destroy. Mal gucken, ob es noch ein Goblin Zombie ist. Wir haben hier einen ziemlichen Überhang an Goblin Zombies. Wahrscheinlich ein Messer oder irgendwas. Also. Die letzte wird der große Kampf. Ansonsten, lass die Zähne für dich arbeiten. Ja, passt doch. Sehr schön. So, das ist sie. Die schön, letzte. Nicht wahr? Nicht Mint. Nicht Mint. Heavy Blade. Und was ist das letzte? Wow! Sieben Goblin Zombies. Ich hatte noch nie so eine unausgeglichene Box gehabt. Die Packs auch schon da rauskommen, dass sie da wieder aussehen. und ordentlich. Assault Overload. Assault Armor. Assault Armor, okay. Die ganzen Assault Rares und Commons. Yay. Wir wollen richtige Assault Garden. Assault Mode, ist der hier drin? Ja, ja, ja. Den hatten wir auch, glaube ich, schon mehrmals. Nicht, das Trap. Gladiator Beast Samnit. Ich glaube, das Ding als Assault Mode ist so sinnlos, wo man ihn wieder zurückspecialen kann. Den hier, weil er keine Counter bekommt, das macht so keinen Sinn. Fun Pack of Destiny. Oh, was sind den hier? BES Big Core MK2. Oh, und dann nichts mehr. Ja, wir werden jetzt kurz mal alles sortieren und dann sehen wir uns gleich beim Recap wieder. Bis gleich. So, kommen wir zum Recap. Sehr interessante Verteilung der Holos diesmal bei den Promos. Wir haben nur dreimal Necroface bekommen, was sehr interessant ist, weil normalerweise ist es eher ausgeglichen, dass man so 6-4 oder 5-5 hat. Aber 7 gegen 3 ist schon echt heftig. Wir haben, aber ich finde, Goblin Zombie ist eine etwas spielbarere Karte zurzeit. Daher, dass man da ein paar mehr davon hat, ist, glaube ich, gar nicht mal so schlimm. Und Necroface ist ja eh auf 2, ne? Passt. Dann kommen wir zu unseren richtigen Holos. Wie viele Supers haben wir? Ich glaube, wir haben 5. Wir haben einmal Spirit Force, Alien Kid. Jetzt haben wir den Totem Dragon und der Star des Packs eigentlich, Arcanite Magician als Super Rare. Dann haben wir die Ultras, haben wir zweimal dieselbe Ultra gezogen. Bone Crusher und Bone Crusher. Oh. Dann unsere Ulti ist Cosmic Fortress Golga. Finde ich sehr schön, deutlich besser als die Ultra. Ich finde das Artwork sieht so krass aus, wie so aus Nebel käme. Und dann haben wir auch noch halt zwei Secrets, den Zeta Reticulant, mit auch einen sehr interessanten Effekt und tollem Artwork, und den Greed Quasar. Ja, wir haben 10 Holos insgesamt aus der ganzen Special Edition, ist in Ordnung, aber man kann nicht immer alles haben. Das war jetzt unser Opening für diese Woche. Ich hoffe, wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüssi.